Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Mittlerweile habt ihr es wahrscheinlich alle schon gesehen. Wenn nicht, Link ist unten in der Beschreibung. Und zwar habe ich 100% Mewtwo gefangen. Spoiler. Aber das müsste eigentlich echt jeder wissen. Echt richtig geil, richtig saftig. Und heute ist nicht das 100% Max, 100% Mewtwo Max Push Video. So, ja, so heißt es. Weil ich habe noch nicht genug Bonbons. Ich laufe noch damit, baue noch ein paar Sonderbonbons, aber es fehlt nicht mehr viel. Ich habe 200, warte, können wir hier mal ganz schnell nachschauen. 216 und man braucht 248, heißt noch 32. Dann wird der Max gepusht. Aber, was ich euch noch versprochen habe, was ich einhalten muss, was bei uns Tradition geworden ist, Event. Event Pokémon 100% auf Max pushen. Es waren jetzt zwei Events, die hintereinander gekommen sind und auch dann jetzt zu Ende sind. Erstens Valentinstag, Libiscus und Chanerga. Chanerga habe ich schon. Sprich, Libiscus wird heute auf Max gepusht, 100%. Und dann die nächsten paar Tage irgendeiner von den Hunden. Fukano habe ich schon, also Arcanine auf Max. Entweder Fifian, Snubbull oder Evoli. Und was gab es noch so? Grützelblitz? War der auch? Oh, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall könnt ihr, schreibt mal unten in die Kommentare, welchen von den Hunden ich auf Max pushen soll. Dann schaue ich mir das an und werde irgendeinen von denen pushen. Aber heute, wie gesagt, ist Libiscus dran. So, da ist er. Ich habe genau einen während des Events gefangen. Nicht mehr Zeit gehabt und auch leider kein Shiny bekommen. Also schreibt auch unten rein, ob ihr einen 100er bekommen habt und ob ihr einen Shiny bekommen habt. Ein paar Bonbons gemacht, auch nicht so viel gezockt. Welches Level wisst ihr? Bisschen über 20, also los geht's. Mal schauen, wie hoch die kommen. Ihr wisst, für euch, also nicht nur für euch, also auch für mich pushe ich die, weil mein Ziel ist ja, alle auf 100% und auf Max gepusht. Dementsprechend Level 35er 100% richtig saftig, das spart mir Staub. Wir waren fast vor der 8 Millionen, aber die gehen jetzt wieder runter. Aber kein Problem, nächstes Staub-Event geht ab mit Inkubatoren, ich habe so viele Inkubatoren noch und Sternstücke. Jetzt dann am Wochenende, Mini-Staub-Event, 3 Stunden Community Day. Ich bin in Pasing, schaut vorbei. Ich habe vergessen, euch überhaupt die IV zu zeigen. Aber vielleicht verlinke ich nochmal das Video, wo ich den gefangen habe. So, 100%. Er kommt wahrscheinlich nicht mal über, nicht mal annähernd an die 1000. Ich sag so 700, na nicht mal. 600 irgendwas Max WP. Oder? Ja, um die 600. So. Ich werde das hier ganz mal vorspulen oder sowas. So. Ich habe hier mal die Daten, die Infos von Libiscus rausgeholt. Auf GamePress. Das ist die Seite, die ich am meisten verwende. Ich habe auch ein Video gemacht zu den Top-Seiten, die ich immer verwende. Weil da Leute mich immer fragen, wo ich Attacken und sowas nachschaue. So. Der kommt übrigens Max auf 735. Also schon stärker als erwartet. Bestes Moveset, Aqua Knarre, Aqua Welle. Ich habe Splash Draining Kiss, was ist das? Platscher, Liebeskuss, ganz schlecht. Können wir sogar Minimum 2 TMs verwenden, wenn nicht sogar mehr. So. Aber das dauert jetzt noch. Okay, nicht mehr so lange, aber gepusht werden muss noch eine Weile. Was gibt es sonst noch zu sagen? Hat 86 HP oder KP auf Deutsch. Defense 134. Attack 81. Mein Gott. Kein Kommentar. Oh, das ist interessant. Okay. Und zwar sind im Durchschnitt 75% weiblich. Mein Gott, GPS Drift. Meine ist auch weiblich. Und 25% männlich. Fluchtrate 10%. Also die Fluchtrate ist echt hoch bei denen. Ist mir so aufgefallen. Weil der hat ja dreifach Staub gebracht. Mit Sternstück 4,5. Aber der war echt schwer zu fangen. Also im Durchschnitt schwieriger zu fangen. War schon nervig. Kilometer 3. Kommt aus dem 2er. Alles klar. So.
paar echt interessante Infos. Das muss ich mir mal öfter anschauen. Bei so ein paar anderen Pokémon. Okay, so. Und gleich haben wir's. Na ja, okay, doch nicht. Dieses Funken verdeckt alles. Dauert noch ein bisschen. Wie viel? 735. Oh mein Gott. Da geht nur 5 gepusht. Das sind noch 6-7 Mal pushen. Schade, dass man nicht nach Level sortieren kann. Dann könnte ich euch alle meine Max-Pokémon auf Level 40 und so zeigen. Das sollte Niantic noch einführen. Kann ich euch zeigen, was ich alles auf Max gepusht habe. Was ist mit dabei? Keine Ahnung. Botogel. Ich habe Enzelspann gepusht. So, letzter Push. 735. Schöne glatte Zahl. Oberschleißheim. So ein Schmarrn. Den habe ich mir hier unten, oder da unten irgendwo, die Straße runtergeholt. Aber laut Spiel ist es wohl schon Oberschleißheim. Das war. Oh ne, das war's noch nicht. So, Fast TM. Platscher weg. Aquaknarre, okay. So. Ich werde den Kiss weg und. Aquajet, ist es das? Nochmal. Und. Ich werde den Kissen, nein. Und. Aquajet, nein. Und. Water Pulse, endlich. So. 100% Libiscus auf Max. Perfektes Moveset. Das war's von mir und dem Libiscus. Schreibt unten in die Kommentare, wie gesagt, welchen von den Hunden, von den Event-Hunden, ich auf Max pushen soll. Und schreibt rein, ob ihr einen Shiny habt und einen 100% oder 100% Shiny Libiscus. Und wie ihr das Valentinstags-Event fandet. Also das war's von mir. Wie immer liken, subscriben und kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.